Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke für die Einführung, Herr Magister Neuschitzer. Der Magister Neuschitzer und der Dieter Schmidt und ich, wir sind ja schon öfters unterwegs gewesen in Kärnten und informieren eben über die Gefahren von Handy, WLAN und Co. Und es freut mich, dass Sie sich heute Abend auch die Zeit genommen haben. Sie hören sich, rede sehr Hochdeutsch, bin aber wie gesagt aus Kärnten, komme von Verkirchen am Ossiachersee, kann da ganz normal kärntnerisch reden. Ich mache aber einen Haufen Vorträge und habe meine gesamte Ausbildung in Deutschland gemacht und dementsprechend ist das natürlich in mir drin und bitte verzeihen Sie, wenn ich wieder zurückwechsle, aber ich kann ja ganz normal kärntnerisch reden, also ich bin ein Doriger sozusagen. Ja, wie gesagt, die Ausbildung in Deutschland war sehr umfassend im Bereich der Innenraumanalytik. Es ging um Physik, Chemie, Mikrobiologie. Elektrosmog war ein sehr großer, zentraler Punkt auch. Bin seit ein paar Jahren selbstständig in ganz Österreich eigentlich unterwegs und mache eben diese Innenraumanalytik im Bereich Physik. Das ist eben elektromagnetische Felder, Wellen und Strahlen. Bereich Chemie, Wohngifte, Schadstoffe, das Raumklima bzw. Mikrobiologie. Ich bin Sachverständiger für Schimmelpilze in Innenräumen vom TÜV aus und sehe da natürlich einiges. 90% meiner Kunden sind kranke Leute und wenn man dann diese Probleme in den Innenräumen reduziert, dann geht es den Leuten plötzlich sehr schnell wieder besser und für mich ist es eine sehr erfüllende Arbeit, eine sehr schöne Arbeit. Und ich darf Ihnen heute aus technischer Sicht diese Thematik des Elektrosmogs etwas näher bringen. Das ist ja dieser Elektrosmog, dieses Wort, dieses Kunstwort ist ja ein bisschen dubios. Da weiß man meist nicht so genau, worum es da geht. Denkt man dann schon, ja, es ist ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen esoterisch oder so. Schauen wir uns das mal genauer an. Smog kennen wir ja zum Beispiel aus Klagenfurt oder Graz, dieser Wintersmog, den es da gibt. Und Smog ist ein Kunstwort, das sich aus zwei englischen Wörtern zusammensetzt, Smoke und Fog, also Rauch und Nebel, und bezeichnet eigentlich dicke Luft. Das ist genau dieser Wintersmog zum Beispiel in Klagenfurt, wo immer davon geredet wird. Und der Elektrosmog möchte eigentlich die Strahlenbelastung im Lebensumfeld des Menschen beschreiben. Das ist eigentlich ein technischer Begriff, kommt von der Technischen Universität in München. Das war der Herr Dr. Warnke, der Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre diesen Begriff kreiert hat, um die physikalische Erscheinungsform technisch erzeugter elektrischer und magnetischer Felder, Wellen und Strahlen zu beschreiben. Einfach kurzes Wort für einen technischen, sehr langen und komplizierten Begriff. Es gibt weltweit über 20.000 Studien, unabhängige Studien, die sich mit dieser Thematik sehr kritisch auseinandersetzen und biologische Wirkungen nachweisen. Die ersten Studien gab es bereits in den späten 1950er Jahren. Damals hat man festgestellt, dass es eben bei In-vitro-Versuchen mit Zellen zu Erbgutschäden kam. Das Bild, das Sie da sehen, das ist ein sehr altes Bild aus der Monarchie noch, aus der K&K-Zeit, das waren so die ersten funktechnischen Anwendungen, die man da durchgeführt hat. Es wurde natürlich militärisch verwendet als erstes, als es erfunden worden ist. Und was Sie da sehen, ist sozusagen eines der ersten Handys überhaupt. Und da hat er da vorne da so den Kasten, wo man dann so drauf drückt und hinterm Kopf die Antenne. Da fragt man sich dann auch, was da mit dem Kopf dann passiert. Gott sei Dank hat sich das weiterentwickelt, weil heutzutage haben wir diese kleinen, angenehmen Handys und nicht mehr diese großen. Das kennen Sie vielleicht, das sind die typischen Antennenformen, die es gibt. Linker Seite ist das eine Rundstrahlantenne, die gibt rundherum die Strahlung ab, beziehungsweise als zweite Antennenform gibt es dann die Sektorantennen. Diese Strahlen definiert in eine Richtung die elektromagnetische Strahlung ab, um eben ein gewisses Gebiet zu versorgen. Was da rauskommt, das schaut aus technischer Sicht ungefähr so aus. Sie sehen da ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Und diese zwei Komponenten, wenn eben Antennenform und die Frequenz passen, dann löst sich diese Welle ab und breitet sich frei in den Raum aus. Und das ist das, was uns eigentlich dann umgibt, aber wir nicht sehen können, riechen können, hören können, nur mit Messtechnik eben angreifbar machen können. Und diese zwei Erscheinungsformen, das elektrische und das magnetische Feld, das sind eigentlich alte Bekannte von Ihnen. Die hat jeder zu Hause. Im niederfrequenten Bereich wie auch im hochfrequenten Bereich. Das sind Untermieter von Ihnen, wobei Sie gar nicht wissen, dass die da sind. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Erstmal das elektrische Feld. Das elektrische Feld wird emittiert von Kabeln, Geräten, von der Hausinstallation zum Beispiel. Und ich vergleiche sehr gerne, oder wir in der Baubiologie vergleichen sehr gerne. Und es gibt die internationale Computerarbeitsplatznorm. Diese schreibt definierte Grenzwerte zum Schutz des Büropersonals vor elektromagnetischer Strahlung am Arbeitsplatz vor. Das ist die TCO-Norm. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist oft auf den Laptops bzw. auf den Computern drauf, auf den Bildschirmen.
Und die sagt, maximal 10 Volt pro Meter sollte sein, nicht mehr. Und da ist dann meine Frage, was denken Sie so bei typischen Hausuntersuchungen, wie ich sie durchführe, was findet man da so? Was schätzen Sie? Das Zehnfache? Typischerweise so im Durchschnitt findet man 50 bis 100 Volt pro Meter. Das heißt, ein Schlafplatz ist nicht mal als wäre nicht mal als Arbeitsplatz geeignet, geschweige denn als Schlafplatz. Vor allem deswegen, weil es eindeutige Hinweise gibt, dass schwache elektrische Felder gesundheitsschädlich sind. Das sagt die EPA, das ist die Environmental Protection Agency von den Amerikanern, das ist die größte Umweltschutzbehörde, die wir haben auf der Welt. Diese Felder kann man auch sehr schön nachweisen. Und jetzt werde ich das hier mal einschalten. Ein bisschen mobil werde. Ich bin ja, in meinem letzten Beruf war ich ja Elektriker, also Elektromeister. Hört man das so? So muss man es halten. Und da haben wir immer so Phasenprüfer gehabt. Das sind so einfache Geräte, wo man dann in der Steckdose, das mal einschalten, den stecken wir mal aus da, sonst scheppert er. Wo man dann reinfährt in die Steckdose und schaut, ah, hier ist die Phase, da kommt der Strom raus sozusagen und da geht er wieder zurück, da läutet es nicht. Das sind so einfache Geräte und da kann man dann auch bei den Kabeln nachschauen, da sieht man schon, aha, dieses Kabel steht zum Beispiel unter Spannung. Und dieses Kabel hier, das ist eben diese Lampe zum Beispiel. Da sehen wir schon, diese Lampe steht hier, das Kabel unter Spannung. Die Lampe natürlich nicht mehr. Weil hier ist sie ja ausgeschaltet. Schalten wir sie ein, dann ist es auch da. Schalten wir es wieder aus, ist wieder weg. Jetzt können wir hergehen, einfach mal versuchen, diesen zweipoligen Stecker umzudrehen. Stecken wir mal anders ein und schauen wir mal, was passiert. Es dürfte jetzt nichts passieren, aber es leuchtet. Wie kann das sein? Es wird hier nur einpolig geschalten und dementsprechend emittiert eben diese Lampe, Sie sehen es auch bis in die Luft hinein, so ein bisschen feiner schaltet, ein sehr starkes elektrisches Feld. Und wenn so eine Lampe dann eben am Schlafplatz steht, dann hat man hier eine sehr starke Belastung durch elektrische Felder und wie gesagt, bereits schwache Felder sind eben eingestuft als gesundheitsschädlich. Die zweite Komponente sind die magnetischen Felder, die kennen Sie, jetzt kann man das wieder wegtun, zum Beispiel von Hochspannungsleitungen. Hochspannungsleitungen, da ist ja immer diese Thematik, gerade in Salzburg ist es ja ganz aktuell, diese Salzburg-Leitung, die geplant wird, dass es da eben zu Belastungen durch magnetische Wechselfelder kommt und ist immer eine große Diskussion. Und ich habe da mal eine Aufzeichnung gemacht im Alpenland bei uns, das ist eine 110 kV-Leitung, und habe da 15 Meter unter den Leiterseilen gemessen, war eine Flussdichte von 3800 Nanotesla. Und natürlich wieder meine Frage, was denken Sie, so eine Lampe, wie ich sie da habe, mit einem Trafo drin, in direkter Nähe, was denken Sie, macht die? Gibt es Vorschläge, Schätzungen? Bis zu 4500 Nanotesla kann man auch wieder sehr einfach nachweisen, dass das eben so stark ist, das habe ich eingeschalten lassen, und zwar mit so einem kleinen Gerät, das ist kein Messgerät, das ist eigentlich ein alter Telefonverstärker. Kommt aus den 60er Jahren, hat man damals zu den Telefonhörern dazugelegt, um eben das Gesprochene, was da aus dem Telefonhörer rauskommt, zu verstärken. Eine alte Freisprecheinrichtung sozusagen. Dann schalte ich das Gerät mal ein, stelle es mal daher neben diese Lampe. Jetzt können wir die mal einschalten, wenn sie einzuschalten wäre. Einen Moment. Und das, was Sie da hören, das ist ganz klassischer Elektrosmog. Plötzlich nichts Komisches, nicht Angreifbares mehr. Das ist ein sehr starkes physikalisches Feld, was hier eben durch diesen Trafo erzeugt wird. Wie kann es sein, dass dieses Feld so stark ist? Bei Hochspannungsleitungen ist es klar, da fließt ja ein sehr großer Strom durch so ein dickes Leiterseil durch, dementsprechend eben sehr große magnetische Wechselfelder oder sehr starke magnetische Wechselfelder. Aber bei so einer kleinen Lampe, wie kann das sein? Da wird eben 230 Volt auf 12 Volt runtertransformiert. Da ist ein kleiner Draht viele hundert Male aufgewickelt und viele hundert Male fließt ein kleiner Strom. Und dieser kleine Strom erzeugt viele hundert Male ein kleines Magnetfeld. Und ein kleines Magnetfeld mal viele hundert Male ist ein großes Magnetfeld. So einfach ist das. Und vor allem auch kritisch zu bewerten, denn die Weltgesundheitsorganisation stuft magnetische Wechselfelder ab 300 Nanotesla als potenzielle Krebsgefahr ein. Ich bin damals aus dem Ausland zurückgekommen und diese Lampe ist bei meinem Bruder auf dem Schreibtisch gestanden, da war er so ein kleiner Knirps mit 12 Jahren, ne, so klein war er gar nicht, und seitdem habe ich die bei meinen Vorträgen und er hat andere bekommen. Diese zwei
physikalischen Erscheinungsformen, das elektrische und magnetische Feld, haben wir dann eben wieder bei unserer Mobilfunkstrahlung. Und diese zwei vereinen sich dann und breiten sich dann frei in den Raum aus. Genau da haben wir sie wieder mit diesen biologischen Effekten, nur dass die Frequenz höher ist. Wie schaut das dann aus, wenn eine Sendeantenne dann eben zum Beispiel hier auf so einem Turm oben ist, schematisch dargestellt, eine Sektorantenne strahlt definiert in eine Richtung aus, eine Strahlungskeule, die Hauptstrahlrichtung sozusagen, sieht man auch sehr schön die Nebenkeulen, die nach unten gehen, das sind die Unreinheiten der Antenne, auch direkt unterhalb und teilweise auch nach hinten, das ist hier nicht dargestellt. Hier ist die Bevölkerung, deswegen wird auch hier hingestrahlt, hier hat man dann einen sehr guten Mobilfunkempfang und natürlich auch die Belastung. Wie schaut so eine Strahlung nun aus, mit einem Spektrumanalysator aufgezeichnet? Im Zeitverlauf sieht man hier sehr schön diese Pulsungen und das ist genau das, was der Herr Magister Neuschitzer eben vorher gezeigt hat, das ist genau diese Pulsung, eine periodische Pulsung, die dann eben bei uns ankommt und dementsprechend diese athermischen Effekte, die nicht mehr im Wärmebereich sind, sondern im athermischen Bereich sind und hier biologische Effekte auslösen können, geht ja dann der Herr Dr. Schmidt noch darauf ein. Das sind die neuen Smartphones jetzt dann, das ist ganz eine andere Strahlung, so ein stehender Wellenberg, sagt man, und da ist genau hier oben, sind dann wieder diese Pulseffekte drin. Wird teilweise auch ums Zehnfache, einzelne Studien sagen, ums Zehnfache kritischer eingestuft als GSM-Strahlung, das ist das, das Sie schon seit 15 Jahren kennen, also die ersten Handys, die wir schon seit längerem haben. Wie funktioniert diese Technologie? Ganz einfach dargestellt, jede Antenne versorgt ein gewisses Gebiet, eine Funkzelle sozusagen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Antenne auf einem Hochhaus drauf, die versorgt ein gewisses Gebiet. Ich befinde mich hier mit meinem Handy und möchte hier meinen Freund anrufen. Mein Handy stellt eine Verbindung her zu dem Masten, dieser funkt dann eben weiter zur Vermittlung und diese leitet das Gespräch weiter in die Funkzelle, in der sich mein Freund befindet und verbindet das dann mit dem Handy. Also relativ einfach, beziehungsweise geht es dann auch eben über die Leitungen noch zu den alten Festnetztelefonen oder auch über Kabelverbindungen. Die runden Antennen, die Sie immer wieder sehen, das sind Richtfunkantennen, wo eben die Masten untereinander kommunizieren. Die Österreichische Ärztekammer hat da natürlich darauf reagiert. Gibt es schon länger die 10 medizinischen Handyregeln? Ist vielleicht gar nicht so bekannt, wie man eigentlich aus medizinischer Sicht mit so einem Handy umgeht. Und ich möchte eigentlich nur auf zwei Punkte eingehen, weil ich Ihnen da noch was Schönes zeigen kann. Und zwar Handys nie in die Hosentasche stecken, denn die Strahlung kann die Fruchtbarkeit bei Männern beeinträchtigen. Das hat noch nicht mal was mit der Strahlung des Handys zu tun, sondern mit etwas anderem. Und jetzt lege ich mal ganz kurz das Mikrofon weg. Da hören Sie es, das sind viele Prozesse, die da drin ablaufen und die erzeugen ein niederfrequentes magnetisches Wechselfeld. Das kann ich dann mit diesem einfachen Gerät dann darstellen. Und wenn ich das Handy dann in der Hosentasche habe, gibt es dann diese biologischen Reaktionen. Zweiter Punkt, Headsets sind ebenfalls bedenklich. Das Kabel leitet die Strahlung. Das ist ein Problem, wenn Sie ein normales Headset verwenden und das ins Handy einstecken, dass Headset ist dann im Ohr drin und im Ohr haben Sie im Schädelknochen ein kleines Loch für den Gehörnerv und das Headset koppelt an, die Strahlung wird dann direkt ins Ohr geleitet und eben verstärkt auch ins Gehirn. Dementsprechend wäre es sinnvoll, ein eher spezielles Headset zu verwenden und dieses ist entkoppelt, hat hier einen Schallwandler drin, das da oben, beziehungsweise das ist dann nur ein Luftschlauch, das kennen Sie vom Arzt, ein Stethoskopprinzip. Das Vorgängermodell hat ein europäisches Normgutachten, da wird die Strahlung um 99,5% reduziert, wenn das Handy einen Meter entfernt liegt. Also das sind sehr vernünftige Sachen, die man verwenden kann, um die Strahlung, um die persönliche Exposition zu reduzieren. Was macht man gegen die Mobilfunkstrahlung von außen, gegen die Handymasten? Es gibt heutzutage jede Menge offiziell zugelassene Strahlenschutzprodukte, wie zum Beispiel diese Farben, wo man definierte Raumbereiche dann abschirmen kann oder auch ganze Häuser zum Beispiel, wenn es mal sehr heftig ist. Auch für den Baubereich gibt es viele Materialien, die alle offiziell zugelassen sind.
Fenster gibt es Gardinenstoffe, die die auftreffende Strahlung reflektieren oder eben auch so Bettbaldachine, die kurzfristig mal aufgestellt werden können zur schnellen Lösung. Bitte nicht nach Hause gehen und dann sagen, Herr Rebernick hat gesagt, ich kann da so einen Vorhang vor mein Fenster hinhängen, weil ich draußen sehe ich da eben meine Mobilfunkmasten und dann ist alles okay. Das funktioniert nicht. Also wenn Sie da rausschauen und sowas sehen, bitte nicht einfach was aufhängen. Problem ist eben, dass die Strahlung den quasi optischen Gesetzen unterliegt. Von Beugung, Brechung und Reflexion. Sie sind in diesem Haus da drin, schauen hier raus, da ist ein Mobilfunkmast, Strahlung trifft hier auf. Also wenn man hier zum Beispiel dann eine Abschirmung aufbringen würde, ist aber das Problem, dass zum Beispiel die Strahlung dann auch über Gebäude, Geländekanten, Häuser dann von hinten auftreffen kann. Das Ganze muss eben messtechnisch sich genau angeschaut werden, richtig vermessen werden und welcher Frequenzbereich ist es, wo kommt die Strahlung genau her und was kann man dann dagegen tun. Schaut dann eben so aus, dass man dann irgendwann mal die ganzen Frequenzbereiche herausmisst und dann hier unten eine Hochrechnung macht auf die Maximalbelastung, dementsprechend eine Abschirmberechnung und dann weiß ich, was ich dieser Strahlung eigentlich entgegensetzen kann. Wenn das nicht gemacht wird, kann Folgendes passieren. Die Strahlung trifft hier auf das Gebäude, die Gebäudehülle, durchdringt diese natürlich auch und die haben wir dann im Raum, das möchte man nicht, deswegen tun wir abschirmen. Wird das reduziert? Ja, aber wie gesagt, die Strahlung kommt von hinten, wird hier auch reflektiert und da ist gar nichts passiert, eventuell sogar die Situation verschlimmert worden. Das nächste Problem dabei ist, dass eben diese Abschirmungen geerdet werden müssen, in den Gebäudepotenzialausgleich mit eingebunden werden müssen und diese ziehen dann eben wieder die niederfrequenten elektrischen Felder an. Ich habe ja vorher erwähnt eben, dass wir aus der Hausinstallation diese elektrischen Felder haben, liegen hier im Bett. Jetzt haben wir hier vielleicht die Strahlung reduziert, aber aus der Hausinstallation kommen die elektrischen Felder und wenn dann die Abschirmung geerdet wird, zieht diese verstärkt diese elektrischen Felder an, weil es eben Nullpotenzial ist und die elektrischen Felder möchten sich immer über Nullpotenzial entladen. Dementsprechend gehört diese Thematik nur in die Hände von Profis, damit eben die Innenräume dann frei sind von diesen Sachen. Werden dann eben auch messtechnisch überprüft mit potenzialfreien Sonden, damit die elektrischen Felder bzw. magnetischen Felder und hochfrequenten Wellen reduziert werden. Wenn man sich das mal anschaut, die elektrischen Felder, wie schaut das typischerweise aus? Hier haben wir so ein Bett mal vermessen. Je dunkler das ist, desto stärker ist das elektrische Feld. Was denken Sie, was ist hier gestanden? So eine Lampe, Nachkastellampe war das. Und die haben wir dann ausgesteckt und dann sehen Sie hier noch, kommen Felder raus aus der Wand raus. Ein paar Sicherungen ausgeschalten sind meistens zwei oder drei und dann sind die Felder weg, so funktioniert das. Ist vor allem deswegen auch sehr, sehr wichtig, präventiv erhöhtes Leukämie- und Krebsrisiko mitverantwortlich an Kopfschmerzen, Vitalitätsverlust etc. etc. ist die Kinderleukämie-Studie vom Dr. Cockill aus England über schwache elektrische Felder. Also sind alles sehr relevante Punkte aus biologischer Sicht betrachtet. Was gibt es noch für Auffälligkeiten in Räumen bzw. Strahlungsquellen? WLAN ist ja etwas sehr Beliebtes, tue ich mir eigentlich immer sehr einfach, gibt es ein sehr schönes Zitat vom Bundesamt für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit der deutschen Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung rät davon ab, WLAN am Arbeitsplatz und zu Hause zu verwenden. Kann ich Ihnen mal zeigen, wie sich das anhört? Habe ich hier so ein WLAN-Gerät mitgebracht. Schalten wir das mal ein. Jetzt muss er sich mal kurz aufladen. Moment. Beziehungsweise hochfahren. Das Handy. Das ist genau dieses Tak-Tak, das sind 10 Hertz, periodisch gepulst. Jetzt haben wir es wieder ausgeschalten, genau. Und das löst auch diese biologischen Effekte aus. Die Gehirnfrequenz, die Theta-Wellen liegen zwischen 8 und 12 Hertz. WLAN greift eben direkt in biologische Prozesse ein. Reduzierung ist relativ einfach. Verwenden Sie kein WLAN, bleiben Sie kabelgebunden, beziehungsweise immer darauf achten, wenn Sie WLAN haben, gibt es meistens so einen Knopf, wo man es ausschalten kann oder eben auch WLAN-Router, also Router ohne WLAN, gibt es überhaupt zum Tele 2, ist der, glaube ich, hat der Herr Magister Neusch gesagt, soll ich noch sagen. So, wo haben wir den? Was gibt es noch für Strahlungsquellen? Schnurloses Telefon ist
eigentlich eine sehr große Strahlungsquelle, wie ich immer wieder feststelle, mit sehr hohen Strahlungsdichten, die nach DECT-Standard, die in den Häusern stehen, beziehungsweise auch DECT-Babyfone, das ist sehr interessant, funktioniert auf dem gleichen Prinzip. Und wenn man sich das mal anschaut, da gibt es ja diese Baby-Webseiten, wo man dann eben speziell für Kinder eben diese ganzen Produkte kaufen kann, beziehungsweise sich informieren kann. Habe ich mal gelesen, mehrfach ausgezeichnet für Funktionalität und technische Leistungsfähigkeit, das DECT-Babyfone urteilt sehr gut. Natürlich urteilt sehr gut, eine sehr gute Übertragungsqualität, keine Frage. Wie ist es aus medizinischer Sicht zu bewerten? Beeinträchtigung des Nerven- und Hormonsystems, Begünstigung von Erbgutschäden, Krebsentstehung, deutliche Zunahme von chronischen Tinnitus. Und das steht dann neben einem Kinderbett. Das hat da gar nichts verloren. Finde ich immer wieder bei den Hausuntersuchungen. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, wer sicher sein will, verzichtet auf die ECT. Also das sind Maßnahmen, die sehr einfach reduziert werden können und auch durchgeführt werden sollten. Was gibt's noch oder was kommt in Zukunft? Haben Sie vielleicht schon gehört, auch die Smart Meter. Das ist eben die neuen Stromzähler, das sind ja die alten, die kennen wir noch, wo sich eben so ein Rädchen da drin gedreht hat. Die neuen sind elektronisch und können dann eben, sollen dafür eingeführt werden, dass eben der Stromverbrauch reduziert wird. Diese sind leider auch nicht gut. Österreichische Ärztekammer hat Schreiben rausgegeben, dass diese neuen Stromzähler eben verstärkt Elektrosmog in die Häuser bringen. Und dementsprechend sollten die auch nicht verwendet werden. Es gibt eben aus Amerika Studien, die zeigen erhöhtes Krebsrisiko bzw. Multisystemerkrankungen wie Erschöpfungszustände, Lernprobleme, Depressionen und so weiter. Wenn der Energieversorger kommt und den einbauen möchte, sagen Sie nein. Sie dürfen auch nein sagen, ist ein Nationalratsbeschluss. Das heißt, Sie müssen ihn nicht nehmen. Wenn er schon eingebaut ist, können Sie ihn auch ausbauen lassen bzw. es gibt dafür auch Filter, um eben diese Problematik dann zu reduzieren. Schauen wir uns mal was Grenzwertiges an. Die Grenzwerte, die wir in Österreich haben für die elektrischen Felder, Sie können sich erinnern, das war das mit dem hier. Oh, da leuchtet er schon wieder. Für die Bevölkerung als Grenzwert 7000 Volt pro Meter. Erste biologische Effekte gibt es kleiner 1 Volt pro Meter. Bei den magnetischen Feldern, können Sie sich erinnern, das war das hier, was so gebrummt hat mit der Hochspannungsleitung. Für die Bevölkerung 400.000 Nanotesla ist der Grenzwert, potenzielle Krebsgefahr, sagt die WHO, ist größer 300 Nanotesla. Beim Mobilfunk, das sind dann eben diese zwei zusammen, die dann eine elektromagnetische Welle ergeben. Für die Bevölkerung 10 Millionen Mikrowatt, erst Immunstörungen gibt es ab 1000 Mikrowatt. Und die STOA, das ist die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, sagt maximal 100 in Innenräumen. Die Schere geht sehr weit auseinander. Das ist ein Problem. Und ein anderes Problem ist, wir haben es ja in den letzten Jahren sehr deutlich mitbekommen. Es gab Studien, die sagen, Handys, Mobilfunkstrahlung ist ein Problem. Dann kam wieder eine Studie raus, ein paar Wochen später, sagt kein Problem. Nächste Woche dann wieder, ist es ein Problem, so ist es hin und her gegangen. Und irgendwann denkt man sich auch, naja, was machen die eigentlich? Kennt sich da noch jemand aus? Ist es jetzt ein Problem oder nicht? Hat sich auch die Universität Bern gedacht und hat mal 51 Studien der letzten Jahre genommen, sich die angeschaut und unterteilt in Effekt gefunden und den Effekt nicht gefunden. Und dann haben sie es zugeordnet der unterschiedlichen Finanzierungsart. Und dann ist herausgekommen, dass Studien, die nicht von der Industrie finanziert wurden, 10-mal häufiger statistisch signifikante Effekte gefunden haben. Und der Unterschied konnte eben nicht aufgrund der Methodik, der Studienqualität erklärt werden, sondern müsste vielmehr auf die unterschiedliche Finanzierungsart zurückzuführen sein. Heißt im Klartext, wer das Geld hat, gibt auch die Richtung vor. Das ist genau das Problem. Man nennt es auch mittlerweile zielorientiertes Forschen. Deswegen halten wir Baubiologen eigentlich von Grenzwerten, offiziellen Grenzwerten nichts. Auch ein sehr schönes Beispiel aus der Chemie, wie das mal war. Das ist ein sehr ähnliches Beispiel, wie wir es heutzutage haben mit der Mobilfunkstrahlung. Es gab mal so eine Chemikalie, die hat Pentachlorphenol geheißen. Das war der große Holzschutzmittelskandal. Vielleicht können Sie sich erinnern, es war so bis Mitte der bis in die 90er Jahre hinein war das. Und das war eine Chemikalie, die als Fungizid in Holzschutzmitteln innen wie außen eingesetzt wurde. Es gab große Probleme in der Bevölkerung, sehr viele kranke Leute, sehr viele Allergien und richtig große Probleme, wurde sehr stark diskutiert, ähnlich wie beim Mobilfunk, immer wieder Studien, die gezeigt haben, kein Problem. Eine andere Studie hat wieder gezeigt, es ist ein Problem. Und 1994 ist es den Grünen in Deutschland dann zu blöd geworden, die haben eine Anfrage gestellt. An das BGA hat es damals noch geheißen, das Bundesgesundheitsamt, und gefragt, wie ist diese Chemikalie nun einzustufen.
kam die Antwort zurück, das war im März, glaube ich, Pentachlorphenol ist sicher nicht krebserregend. Und im Herbst wurde diese Chemikalie dann eingestuft als eindeutig krebserregend und in der MRK-Liste aufgenommen. Und da sieht man, wie schnell das gehen kann, dass Grenzwerte fallen von Sie haben kein Problem und ein paar Monate später haben Sie ein Riesenproblem. Dementsprechend halten wir, wie gesagt, in der Baubiologie nicht sehr viel davon. Uns geht es darum, wenn mal ein Hinweis ist, dass ein Problem ist oder eine Schädigung da ist, dann wollen wir lieber präventiv intelligent sein und diese Sachen vermeiden. Denn das Immunsystem, das wie ein Fass ist und gefüllt wird, irgendwann überläuft. Und das Immunsystem, das ist das umweltmedizinische Fassmodell, wird eben gefüllt mit der Veranlagung, die sie mitbringen, Medikamente, Stress, Wohngifte, Schimmelpilze, Raumklima, WLAN, deckt, DECT, Mobilfunk, Handystrahlung, alles wirkt auf uns ein. Und irgendwann ist dieses Fass voll und läuft über. Und dann brechen eben Krankheiten, Allergien, alles Mögliche aus. Und das ist eigentlich das Ziel der Baubiologie, dass wir diese unnötigen Einflussfaktoren messtechnisch qualitativ erkennen, bewerten und dementsprechend dann Sanierungsempfehlungen durchführen, beziehungsweise Sanierungskonzepte erstellen, damit diese Sachen eben reduziert werden können und das Immunsystem sich wieder erholen kann oder stark wird. Damit bin ich schon am Ende meines kleinen Vortrages. Meine Leistungen, was mache ich so? Mobilfunkmessungen kann ich durchführen mit hochwertigen Spektrumanalysatoren. Ich führe Haus- und Arbeitsplatzuntersuchungen durch, beziehungsweise erstelle dazu dann auch die Sanierungskonzepte. Nur ein bisschen, das war jetzt der Werbeblock sozusagen. Und damit bin ich am Ende, habe ich eh schon gesagt, könnt ihr es gerne vorbeischauen auf meiner Homepage www.bau-biologie.at. Da ist auch ein Bereich Elektrosmog, da können Sie sich informieren. Sind auch sehr viele Fakten und Studien drauf, Studienauszüge, also Studien sind ja meistens sehr lang und Studienauszüge, die sind dann auch ein bisschen verträglicher zum Lesen. Würde mich freuen, schauen Sie mal vorbei und ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit.